Hallo und herzlich willkommen, ihr seid wieder richtig bei Optionsstrategien TV und heute geht es um das Thema Cash Secured Puts. Das heißt also der Verkauf von Optionen, wo man sich die Aktien auch andienen lassen wollte. Und heute verrate ich euch, warum ich keine langfristigen Cash Secured Puts verkaufe, was eine bessere Alternative ist, und ich versuche es euch natürlich auch aus meiner Sicht heraus zu begründen. Das alles jetzt im Video. Halt, stopp! Bevor es losgeht, kleiner Tipp am Rande. Schon mal auf das i geklickt? Basiskurs Optionsstrategien. Ihr Einstieg in die Welt der Optionen. Das hier ist das letzte Exemplar der allerersten Auflage. 500 Stück hatten wir produzieren lassen und die Nachfrage hat uns regelrecht überrannt. Das Ganze war innerhalb weniger Tage ausverkauft und deswegen haben wir jetzt die zweite Auflage produzieren lassen. Und wenn du eine dieser neuen DVDs haben willst, dann bestelle sie jetzt. Basiskurs Optionsstrategien. Jetzt schnell bestellen! Hier finden Sie nicht bloß unsere neuesten Angebote, sondern auch weitere spannende Videos und zusätzliche Links. Also, ich muss gleich zu Beginn das Ganze ein wenig revidieren, fiel mir jetzt gerade ein, denn ich verkaufe schon langfristige Cash Secured Puts, allerdings nur in einer einzigen Situation, nämlich wenn der Markt gecrashed hat. Ansonsten, in einer normalen Situation macht es aus meiner Sicht her keinen Sinn, dies zu tun, und ich will euch das ein wenig begründen. Ich zeige euch mal hier einen Chart, und zwar, das ist die langfristige Wertentwicklung von McDonald's. So, jetzt wissen wir, McDonald's, tolle Aktie, sollte man vielleicht als Langfristinvestor durchaus im Depot haben, aber die hat natürlich jetzt das Problem, die ist in den letzten Jahren sehr, sehr deutlich angestiegen und einfach für viele Langfristinvestoren zu teuer. Und deswegen sagen viele, Mensch, also die ist jetzt glaube ich so bei 114 oder irgendwo, und die sagen vielleicht jetzt viele, ich würde die ja ganz gern bei 100 kaufen, und deswegen mache ich doch eins, ich verkaufe mal Put-Optionen am 100er Strike, und wenn die auf 100 fällt, dann übernehme ich die. Ganz kurz dazu nochmal erklärt, Stift dabei, was ist ein Cash Secured Put? Cash Secured Put, du hast hier eine Aktie. Und du sagst eben jetzt, hier an dem Punkt würde ich die Aktie gern kaufen. Und dann machst du eins, du verkaufst einfach hier einen Put. Also das ist der Put. Und das Cash Secured, das heißt, sollte die Aktie jetzt tatsächlich hier hinfallen, dann wärst du bereit, an diesem Punkt auch die Aktie zu übernehmen. Das heißt also, du würdest eben dann hier, das ist die Aktie XYZ, und dann würdest du eben hier zu dem Preis sagen, 100 Stück der XYZ zu diesem Preis hier, ne? Von mir aus, was weiß ich, sagen wir mal 100, würdest du dann hier übernehmen, und das heißt, du musst dann das Geld auch haben, in dem Fall wären das jetzt 10.000 Dollar oder in einem Margin-Konto ungefähr ein Viertel, um wirklich die Aktie zu übernehmen. So, das ist ein klassischer Cash-Secured-Put. So weit, so gut. Jetzt überlegen wir uns das mal und machen das mal an dem Beispiel McDonald's, wo ich euch vorhin den Chart gezeigt habe. Die Aktie selbst ist also, hier mal hin, McDonald's ist zurzeit bei ungefähr 114, und angenommen wir sagen, okay, bei 100, das wäre der Preis, wo wir die Aktie kaufen wollten. Knapp also 14%, 13% darunter. Und jetzt könnt ihr euch allerdings vorstellen, bei so einer Aktie, die Volatilität ist jetzt auch nicht gerade extrem hoch. Wenn ihr da jetzt eine klassische Option verkauft mit 30, 40 Tagen Restlaufzeit, dann bekommt ihr an dem 100er Strikes nichts. Ne? Das heißt, ihr kriegt schon eine Prämie, aber die liegt vielleicht bei 20 oder 30 Dollar. Und das ist für viele einfach zu wenig, weil sie sagen, hey, ich muss im Zweifelsfalle 10.000 Dollar ausgeben und jetzt kriege ich hier nur 30 Dollar Prämie, das lohnt sich doch überhaupt nicht. Ne? Und deswegen machen jetzt viele eins, dass sie sagen, okay, dann, dann mache ich mal ein neues Blatt, machen dann eins und sagen, also hier nochmal die Aktie, hier wäre jetzt der 100er Strike. So, und viele sagen jetzt, okay, dann gehe ich lieber eine längere Laufzeit, also zum Beispiel jetzt 90 Tage, 120 Tage, nehme den gleichen Strike, weil jetzt bekomme ich ja hier eine ordentliche Prämie, also vielleicht statt 30 Dollar bekomme ich jetzt hier vielleicht 150 Dollar. Und das ist ja dann wieder etwas, was sich rechnet. Ich persönlich halte das aber für keine allzu gute Idee, das zu tun. Und zwar aus zwei Gründen. Überlegen wir mal, wann bekommen wir denn überhaupt diese Aktie eingebucht ins Depot? Wenn wir eine Put-Option verkaufen, dann übernehmen wir die Pflicht, auf Anforderung
des Käufers dieser Put-Option, die Aktien zu übernehmen. Das heißt, der Käufer des Puts muss sagen, okay, ich gebe meine Aktie, du musst sie kaufen. So, und jetzt passiert Folgendes. Die Aktie fällt beispielsweise hier runter und ist, wir haben, was weiß ich noch, 70 Tage Restlaufzeit und jetzt ist die hier bei 100 oder ein bisschen tiefer sogar. Das Problem ist, ich habe zwar jetzt den Preis, aber ich kriege die Aktie trotzdem nicht. Weil derjenige, der den Put gekauft hat, der wird sie nicht an, der wird nicht sagen, ich gebe jetzt meine Aktien her. Warum? Der kann nämlich in dieser Zeit noch Dividenden kassieren und er hat ja trotzdem das Recht, bis zum Ende der Laufzeit seine Aktien abzugeben. Das heißt, er wird uns die Aktien nicht geben. Es wäre purer Zufall, wenn wir die Aktien bekommen würden. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, weil derjenige ja immer die Chance bis zum letzten Tag hat. Das heißt, er kann risikofrei Dividenden kassieren und gibt uns die Aktien nicht. So, und was passiert dann sehr, sehr häufig? Markt bricht ein, geht dann wieder hoch und ist zum Ende der Laufzeit dann hier eben nicht mehr bei 100, wo wir sein wollen, sondern bei 110. Und was passiert mit unserem Put? Der verfällt wertlos, wir haben die $130 Prämie bekommen, aber auch nichts und die Aktie haben wir immer noch nicht. Jetzt könnte man ja sagen, naja, kein Problem, dann mache ich da eins, wenn die Aktie hier runter geht, dann kaufe ich sie halt einfach, ich wollte sie ja eh für 100 haben und dann habe ich sie ja auch. Das Problem ist aber, du hast auch immer noch den Put. Der Put würde erstmal richtig ins Minus laufen, der frisst auch Margin oder besser gesagt, der bindet Margin und jetzt kann es ja auch mal sein, es passiert das hier. Die bleibt tatsächlich hier unten drunter unter der 100 und jetzt bekommst du sie am letzten Tag. Dann hast du aber plötzlich die doppelte Position. Du hast welche bei 100 selber gekauft und über den Put bekommst du sie auch nochmal angedient. Und du kannst auch nicht sagen, ich warte da ab, bis sie wieder drüber geht, weil sofort sie, die kann ja auch sein, die geht hier unten drunter, geht ein Stück drüber, du sagst, ah, sie geht wieder oben drüber, ich kaufe sie und dann geht sie wieder drunter. Das heißt, du kannst das schlecht timen. Und deswegen halte ich das für keine gute Idee, das zu machen, weil du dich selbst, du bindest dir selbst so ein bisschen die Hände. Du musst dich entscheiden, kaufe ich sie, dann habe ich das Risiko, doppelt so viele zu haben und Margin zu binden, Verluste anzuhäufen im Depot, weil wenn die weiter runterfällt, dann wird ja der Put immer teurer, den du short bist. Und wenn du ihn rollst, dann kommst du ja noch weiter weg. Das heißt, bringt dir auch nichts. Und deswegen halte ich das für keine gute Idee. Ich finde, keine gute Idee ist das eine, was ist die Alternative? Und deswegen, die Alternative ist die, wenn du so eine Aktie hier hast und du sagst, hier würde ich sie kaufen, dann mach doch lieber eins, dass du sagst, ich verkaufe einen kurzfristigen Put, ein bisschen höher und wenn die Aktie dahin fällt und du sagst, eigentlich ist die mir hier noch ein bisschen zu teuer, ich hätte sie doch lieber hier unten, dann rollst du das einfach in den nächsten oder in einen tieferen Strike mit einer etwas längeren Laufzeit. Die Wahrscheinlichkeit aber, du kriegst erstens hier richtig Geld, und die Wahrscheinlichkeit, dass er nur mal gerade in einem Aufwärtstrend so kurze Rücksätze macht, kannst du viel, viel besser nutzen. Meine persönliche Erfahrung ist, du verdienst mit dieser Methode viel, viel mehr Geld zwischendurch als mit dieser Methode und kommst dann doch eher mal rein. Und dann, und wenn euch das interessiert, schreibt mir das in die Kommentare, dann können wir das mal extra machen. Ich würde sowieso Aktien, die ich mir andienen lassen will, wo ich sage, die will ich jetzt unbedingt haben, sowieso ein bisschen anders handhaben. Die würde ich nämlich nicht mit Out-of-the-Money-Puts kaufen, sondern immer mit In-the-Money-Puts. Wieso, weshalb, warum, wenn euch das interessiert, Kommentare, beantworte ich euch die Frage. Das war's für heute. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dann, euch alles Gute, viel Erfolg und ich freue mich auf euch. Deswegen schaltet wieder rein. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.